Die Schicksalslinie oder auch Traditionslinie genannt, beginnt am Handwurzelgelenk und läuft aufwärts bis zum Mittelfinger. Sie ist auf das gesamte Feld der geistig-sittlichen Anlage zentriert, wie es im Bauerquadrat schön zu erkennen ist. Die Schicksalslinie als gerade lange Linie steht für einen pflichtbewussten Menschen. Sie kann aber auch kurz, lang, dick und dünn sein. Immer sagt sie etwas über das Schicksal des Handeigners aus. Eine dicke und gut gefärbte Schicksalslinie steht für einen Traditionsmenschen, der in der Tradition lebt und diese auch verwirklichen möchte. In den muslimischen Ländern ist überwiegend eine dicke und gerade Traditionslinie anzutreffen. Ist sie dünn, wird sich das Schicksal wie im Winde bewegen und er ist selten standhaft. Ist sie kurz, so ist das Schicksal nur für eine kurze Zeit umrissen und später ist man selber dafür verantwortlich. Geht die Linie bis zur Kopflinie, dann kann der Handeigner sein Leben mit dem Kopf gestalten und damit sein Schicksal beeinflussen. Geht sie aber bis zur Herzlinie und stützt diese Linie, dann wird das Schicksal sehr von seinen Gefühlen beeinflusst. Es kann negativ wie auch positiv sein. Ist sie getrennt und kurz, ist das Schicksal sprunghaft und man hat Schwierigkeiten, eine gerade Linie im Leben zu finden. Beginnt aber die Schicksalslinie nahe der Lebenslinie und kommt aus der Handwurzel, kann das ein enges familiäres Verhältnis bedeuten. Der Einfluss der Familie ist groß und kann den Handeigner einen beschützten Lebensanfang oder aber auch einen stark reglementierten Beginn bescheren. Beginnt die Schicksalslinie im Mondberg, werden die Wahlverwandtschaft größeren Einfluss auf das Leben des Handeigners nehmen. Kommt sie tiefer aus dem Mondberg, ist kreatives Handeln zu erwarten und die spirituellen Scheinwahrheiten können das Leben stark chloroformieren. Die Schicksalslinie kann sich in Wellen abzeichnen und dies bedeutet, dass das Schicksal nicht gerade verläuft, sondern es ändert sich und der Handeigner wird viele Stürme durchstehen müssen, ehe er an sein Lebensziel angelangt ist. Einmündende Linie können Menschenbegegnungen sein, die das Schicksal des Handeigners stark beeinflussen. Verwandte, Freunde oder Liebesbeziehungen, unter denen er leidet. Kommen Linien aus dem Mondberg, ist der Mensch sehr spiritistisch veranlagt und Menschen aus dem Mystischen haben ein leichtes Spiel mit ihm und werden ihren Einfluss auf sein Schicksal geltend machen. Bilden zwei Äste den Ursprung der Schicksalslinie, wird der Mensch zwischen Tradition und Mystischen hin und her gerissen und gerät im späteren Leben leicht unter den Einfluss des Aberglaubens und kann die Realität aus den Augen verlieren. Ist das Schicksal unterbrochen, egal wo und wie oft, ist das Schicksal nicht vorherbestimmt und der Handeigner muss es selber formen. Er ist sehr unstetig und wankelmütig. Es ist ein schweres Leben mit ihm. Oft muss er von vorne beginnen. Endet die Schicksalslinie in vielen kleinen Brüchen und Ästen, deutet das auf Sprunghaftigkeit und widersprüchliche Interessen hin. Endet sie auf dem Saturn- oder Apolloberg, steht das für einen dauerhaften Erfolg und solide Grundlage. Teilt sich die Schicksalslinie und verläuft ein Ast in einem Bogen, wird sich das Schicksal wiederholen und eine Wiederbegegnung mit den Personen haben, die schon früher das Schicksal beeinflusst haben. Eine nicht vorhandene Schicksalslinie bedeutet nicht, dass der Handeigner kein Schicksal hat, sondern nur, dass er für sein Schicksal selber verantwortlich ist. Wichtig ist da, wie die Kopflinie verläuft und wie die Harmonie zwischen Lebenslinie und den Linien, die den Mondberg verlassen, gestaltet ist. Das war die Schicksalslinie oder auch Traditionslinie genannt. Beim nächsten Mal kommt die Geschäftslinie bzw. Wissenschaftslinie ran.